Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christina Becker und ich bin deine Expertin für selbstbewusste Führung. Ich hoffe, du bist wunderbar in diesem Montag gestartet, beziehungsweise startest jetzt mit meinem Impuls in diese neue Woche. Und heute ist es ein Impuls, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du jetzt lächeln, weil das ist etwas, was ich immer, immer wieder einbringe, weil es einfach so wichtig ist. Und die Impuls- und Reflexionsfrage, die ich dir stellen möchte, ist: Wie oft, und jetzt sei mal ganz ehrlich mit dir selbst, wie oft bist du eigentlich daran zu denken, was du alles nicht hast, anstelle daran zu denken, was du alles hast? Wir Menschen neigen leider dazu, ganz oft eher dahin zu gucken, was uns fehlt, was schlecht ist, was negativ ist, was wir nicht haben, ja, wo wir vielleicht auch neidisch sind, weil etwa jemand anders das hat. Und mein Impuls für heute ist: Schau doch mal hin, was du schon alles hast. Wofür kannst du dankbar sein? Was hast du schon alles erreicht? Was besitzt du alles schon? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch so ein Mensch. Dadurch, dass mir meine Arbeit so viel Spaß macht, sehe ich ganz oft gar nicht, was ich schon erreicht habe. Und ganz ehrlich, bin ich dann auch so, dass ich denke, oh, ich könnte schon weiter sein, oh, ich könnte schon das und das erledigt haben, wenn ich mich vorher das und das vielleicht getraut hätte oder wenn ich früher auf den Gedanken gekommen wäre oder wenn ich da früher mal auch den Blick hingerichtet hätte. Aber dieses alles hätte, hätte, Fahrradkette nützt gar nichts. Wir sind im Hier und Jetzt und zum Glück habe ich ein tolles Umfeld um mich rum, die dann sagen, ey, hallo, ja, gestern hatte ich eine Freundin zu Besuch und die hat gesagt: Weißt du, wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren. Was du in den 3 Jahren alles schon gemacht und erreicht hast, das ist unglaublich. Und ich persönlich sehe das gar nicht so. Ja, ich sehe eher so, oh, ich habe noch gar nicht das und das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Und das ist totaler Quatsch. Ich wollte gerade Bullshit sagen, ja, aber wollen wir mal Montag früh hier nicht gleich mit so Kraftausdrücken starten. Und auch ich mache diese Übung und schreibe mir regelmäßig auf und reflektiere darüber, was ich alles habe, was ich alles schon erreicht habe, worauf ich stolz bin. Und das ist auch mein Impuls heute für dich. Achte mal ganz besonders auf deine Gedanken, ob du eher im Mangeldenken bist, weil eins sei dir bewusst: Wenn du im Mangeldenken bist, ich habe nicht genug Geld, ich kann mir das nicht leisten, ja, dann ziehst du Mangel an. Ja, wenn du aber im Denken bist von wegen, was alles möglich ist, dann ziehst du auch das an. Sei dir dessen bewusst, du sendest Energie aus. Und das ist heute meine Übung für dich, über dich in deiner Kommunikation so zu verändern, dass du eher darüber sprichst, was du alles schon erreicht hast, was toll ist, was du schon hast, heute und hier und jetzt in deinem Leben und nicht darüber, was dir alles noch fehlt oder was alles nicht da ist, weil das zieht dich runter und zieht dir Energie. In diesem Sinne, schau heute mal hin, was du heute Tolles hast und was auch auf der Arbeit heute Tolles auf dich wartet oder wo immer heute auch dein Tag und deine Woche beginnt. Und dann schreib es dir auf. Du weißt, ich werde nicht müde, immer wieder zu sagen, schreib es dir auf, weil wenn du schwarz auf weiß siehst, dann ist es viel, viel, viel prägnanter. Und dann wünsche ich dir jetzt einen ganz tollen Start. Denk immer daran, der Montag ist der Start für was Großartiges Neues. Ach, und nicht vergessen, heute Abend um 18 Uhr findet mein Live-Workshop statt. Wenn du dir das jetzt hier früh anguckst, noch kannst du dich anmelden. Den Link findest du hier wieder drunter unter diesem Video. Wie immer freue ich mich auch über einen Kommentar und auch über ein Abonnieren meines Kanals. Und denk immer dran, der Montag ist der Start für was Großartiges Neues. In diesem Sinne, entweder sehen wir uns heute Abend im Webinar oder nächsten Montag hier wieder an dieser Stelle. Hab einen ganz schönen Tag.